Sie wollen islamische Theologie studieren und interessieren sich für dieses Studium? Dann sollten Sie wissen, dass die Texthermeneutik zu den wichtigsten Bereichen der islamischen Theologie gehört. Sie haben noch nie etwas von diesem Begriff gehört? Dann erzähle ich Ihnen kurz etwas darüber. Die Texthermeneutik in der islamischen Theologie ist einfach ausgedrückt die Theorien und die Prinzipien, nach denen die Texte des Korans und die Sunna interpretiert werden. Mit der Sunna ist hier die Gesamtheit der Überlieferung gemeint, der Prophetenüberlieferung. Die Prophetenüberlieferung, die bezeichnet man auch als Hadithe. Jetzt fragen Sie sich, warum die Auseinandersetzung mit dem Koran und die Hadithe so wichtig ist. Sowohl der Koran als auch die Hadithe gelten in der islamischen Theologie als Primärquellen, aus denen Glaubensbestimmungen, ethische Bestimmungen und auch praxisbezogene Bestimmungen abgeleitet werden. Aus diesem Grund waren die muslimischen Gelehrten stets darauf bedacht, die normative Aussagekraft dieser beiden Quellen bzw. die Texte dieser beiden Quellen zu durchleuchten, indem sie diese Texte nach bestimmten Kriterien untersuchten. Dazu gehörte beispielsweise die Untersuchung der Sprachstrukturen, die Untersuchung des historischen Kontextes und die Untersuchung des Verhältnisses zwischen den Versen und den Hadithen untereinander. Natürlich gab es in der Geschichte unterschiedliche Entwicklungen politischer und sozialer Art, die dazu geführt haben, dass bestimmte Interpretationen in Bezug auf den Koran und die Sunna vorherrschend waren. Das merkt man vor allem in der Moderne. Wenn wir über die Moderne sprechen, dann meinen wir damit die Neuzeit seit ungefähr dem 19. Jahrhundert. Und in dieser Zeit gab es eine Reihe von Entwicklungen und Faktoren, die dazu geführt haben, dass dass Neuinterpretationen entstanden sind, also neue Verständnisse, neue Interpretationsweisen des Korans und der Sunna bzw. deren Texte. Zu diesen Faktoren gehören geistige, soziale und politische Umbrüche in der islamischen Welt. Die haben bereits seit dem 18. Jahrhundert begonnen und sich quasi in die Gegenwart fortgezogen. Zu diesen Faktoren gehören ebenfalls die muslimischen Reaktionen auf historisch-kritische Untersuchungen des Korans und der Sunna, die von der westlichen Orientalistik durchgeführt wurden. Und zu den wichtigsten Faktoren, warum es diese Neuinterpretation in der Moderne gab, das ist das Aufkommen eines Reformdenkens, das ungefähr seit dem 19. Jahrhundert aufgekommen ist und verstärkt dann später im 20. Jahrhundert. Und das dann dazu geführt hat, dass bestimmte traditionelle Verständnisse des Korans und in der Sunna in Frage gestellt wurden. Zu den wichtigsten Akteuren innerhalb dieses Reformdenkens gehört beispielsweise Muhammad Abdo, Muhammad Rashid Rida, Jamaluddin al-Afghani, Mahmoud Shaltut, Al-Tahir ibn Ashur und viele andere. Und es ist also, wie gesagt, zu beobachten, dass es eine Reihe von Neuinterpretationen gibt, vor allem unter modernen muslimischen Akteuren. Sie sind neugierig geworden, dann rate ich Ihnen mal, in das Studium der islamischen Theologie zu schnuppern. Vielleicht ist es ja etwas für Sie.